Essen, Essen, Jan Hiesfeld, KFC Uerdingen und der erste FC Bocholt. Das waren die letzten 6 Endstationen für den Wuppertaler SV in Neongelb im Niederrhein-Pokal, in dem der Club auf keine besonders erfolgreiche Historie zurückblicken kann. Die letzte DFB-Pokalteilnahme, die ist datiert aus der Saison 2007-2008. Damals ging es immerhin bis ins Achtelfinale. Seitdem wartet der WSV auf die großen Namen und den damit verbundenen finanziellen Bonus. Die Aufgabe heute, die könnte schwerer nicht sein. Im Halbfinale der diesjährigen Niederrhein-Pokal-Ausgabe wartet Drittligist MSV Duisburg. Nur zum Vergleich, die waren 1987 das letzte Mal nicht im DFB-Pokal dabei. Die in gewohntem blau-weiß gekleideten Duisburger, also klarer Favorit, haben seit dem vergangenen Spieltag den Klassenerhalt sicher und kamen vor einer Woche gegen eine B11 vom KFC Uerdingen leicht und locker mit 5:0 in dieses Halbfinale. Dementsprechend auch der Auftritt der Duisburger von rechts nach links. Sehr forsch, cleveres, weil wichtiges Foul von Kevin Pitlick, sieht aber auch die erste gelbe Karte dieser Begegnung nach 10 Minuten. Der anschließende Freistoß. Eine Sache für Routinier Moritz Stoppelkamp und der ist nicht so schlecht. Fleckstein nur knapp vorbei. Aber auch die Wuppertaler versteckten sich hier keinesfalls. Schöner Ballgewinn gegen schläfrige Duisburger und die Hereingabe. Die ist auch stark. Marco Königs gerade soeben noch beim Abschluss gestört. Nach 20 Minuten eine offene Partie. Schöner Ball von Moritz Stoppelkamp auf Ademi und in der Mitte wartet Buhadus, aber der kommt gar nicht an den Ball. Aber das Ergebnis ist das gleiche. 1-0 Duisburg. Noah Salau ist der Pechvogel. Ein Eigentor bringt den Favoriten in Führung, aber davor natürlich schon gut gespielt. Trotzdem hat Salau da einfach sehr viel Pech in dieser Aktion. Das Tor für die Gäste natürlich ideal, konnten jetzt in Ruhe ihr Spiel aufziehen. Erneut die Kombo Stoppelkamp-Ademi. Duisburg knapp vor dem zweiten Treffer. Positiv aus Sicht der Wuppertaler, der Kopf. Der war schnell wieder oben, das ist nichts anderes als Weltklasse. Wie Königs hier den Ball weiterleitet, Saric ist durch und Amitov kommt an den Ball. Amitov bringt ihn nochmal und am Ende landet der Ball wieder bei Königs und Rums und Ausgleich. Marco Königs leitet ein und Marco Königs vollstreckt. Was für ein Abschluss des 31-Jährigen aus dem Stand. Donnert er das Ding da rein, gar nichts zu halten für Steven Deana. Und der WSV hatte jetzt mal so richtig Lunte gerochen. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Bayhan Amitov. Wuppertal dreht die Partie innerhalb von 5 Minuten und wie 2 fantastische Tore, die aber natürlich auch von einer luftigen Duisburger Defensive begünstigt werden. Wuppertal mit Überzahl im Strafraum und Deana ist erneut ohne jede Abwehrchance. Die Duisburger also mit einem Mal nach der entspannten Führung ordentlich unter Druck. Marlon Frey mit dem Ballgewinn und mit dem Abschluss. Patzler rettet zur Ecke. Aber Wuppertal schaffte es mit einer aggressiven, mit einer giftigen Spielweise, Duisburg immer wieder zu überraschen. Abschluss Amitov und endlich kann Deana auch mal einen Ball entschärfen. Und immer noch nicht Pause. In einem temporeichen und spannenden ersten Durchgang einfach ein klasse Pokalspiel, in dem Wuppertal nicht im geringsten so wirkte, als gäbe es einen Klassenunterschied zwischen den beiden Mannschaften. Nächster Abschluss Königs. Am Ende das 2:1 zur Pause. Fast zu wenig für die Hausherren. Pavel Dotschev hier in der Bildmitte. Eine Menge Arbeit für ihn in der Kabine. Holprige Saison liegt ja hinter den Duisburgern. Ich habe es erwähnt. Erst am vergangenen Samstag der Klassenerhalt fix. Und das trotz einer 1:5 Niederlage gegen den FC Ingolstadt. Auch beim Wuppertaler SV lief es zu Beginn der Saison nicht. In den vergangenen 5 Monaten spielt das Team unter Björn Mehnert aber guten Fußball. Und ist in der Regionalliga West auf Platz 4 der Rückrundentabelle. Rein in Durchgang 2. Wuppertal mit einer spannenden Eckballvariante. Ball kommt wieder zu Hagemann. Einfach mal draufgezimmert. Und der Ball ist drin. Und jetzt machen sie das 3:1.
Das nächste Eigentor, Lukas Szczepanik, muss sich dieses Mal ärgern. Vor allem, weil der Ball ja meilenweit vorbeigegangen wäre. Aber Hagemann hat das Glück auf seiner Seite. Und Duisburg hat jetzt ziemlich große Probleme. Also, keine Frage, Blau-Weiß jetzt gefordert und Blau-Weiß reagierte. Flanke frei und Kopfball Buha Dus. Der ehemalige Zweitligaspieler von Sandhausen und St. Pauli jetzt mit seiner ganzen Erfahrung gefordert. Nächster Angriff. Duisburg, Engin zieht ab. Römling hält drüber. Kein Zögern bei Schiri Robin Delfs. Es gibt Strafstoß. Die Entscheidung einigermaßen unstrittig und damit die Chance. Die Chance für Moritz Stoppelkamp. Anschluss. Der Favorit schlägt zurück, gibt diese Partie nicht auf. Stoppelkamp sicher beim Elfmeter und damit nur noch 3-2. Und die entscheidende Frage. Beginnt jetzt das große Wuppertaler Zittern. Stellen Sie sich hinten rein gegen den Favoriten. Die Antwort weit gefehlt. Sie kamen zurück. Und wie? Das ist doch nicht zu fassen. Marco Königs braucht gerade einmal 3 Minuten für die perfekte Antwort auf den Duisburger Anschlusstreffer. Punktgenaue Flanke und ein wuchtiger Kopfball. Aber auch die Duisburger steckten nicht zurück. Jetzt natürlich mit ordentlich Wut im Bauch. Buha Dus für Stoppelkamp. Und den lässt er liegen. Duisburg musste also ins Risiko. Wuppertal dementsprechend mit viel Platz. Mit viel, viel Platz. Moritz Römling bedient Joey Müller. Deanna hat den Ball im Nachfassen. Pavel Dotschev warf jetzt alles Offensive rein. Was blieb ihm auch anderes übrig? Leroy Mickels, er für Ahmed Engin gekommen, mit dem Abschluss zu unplatziert. Aber die Wuppertaler verteidigten mit Willen und Leidenschaft, keine 10 Minuten mehr zu gehen. Königs treibt den Ball und dann kommt er angelaufen aus dem Hintergrund. Und dann macht er ihn mit aller Entschlossenheit. Noah Salau mit dem 5-2. Beim 1-0 noch Pechvogel und jetzt der Held macht den Deckel endgültig drauf und schießt sein Team ins Finale des Niederrhein-Pokals. Und Achtung, eine allerletzte Pointe, die hatte diese Partie noch und die geht auf das Konto von Kevin Pires Rodriguez. Ja. Am Ende geht dann halt auch noch so einer rein. Wenn wir es nicht gerade hinter uns hätten, wäre es wohl schwer zu glauben. Mit 6-2 gewinnt ein gnadenloser Wuppertaler SV mit einer Leistung, die dem Team vor dieser Begegnung wohl nur die größten Optimisten zugetraut hätten. Ich habe schon einiges erlebt, aber sowas noch nicht. Das sind nicht meine Worte, sondern die von Duisburg-Trainer Pavel Dotschev nach der Begegnung. Die Duisburger werden also zum ersten Mal seit 35 Jahren nicht im DFB-Pokal vertreten sein. In Wuppertal dagegen lebt der Traum von einem Duell mit einem Bundesligisten weiter. Das Finale gegen den SV Strahlen findet dann am 29. Mai auf neutralem Boden in Duisburg leider nach wie vor ohne Zuschauer statt. In einer spannenden, in einer mitreißenden Partie, die alle Beteiligten nicht so schnell vergessen werden, schlägt der Wuppertaler SV den MSV Duisburg mit 6-2.